Haben die das da hinten nicht mitbekommen? Ich sollte häufiger zwischenspeichern. Eindeutig. Keine Ahnung, worauf ich gerade stehe. Dreh dich nur nicht um. Ich glaube, ich drücke immer ein Stückchen zu früh. Kann das sein? So. Und diesmal tötet ihr bitte nicht eure Kollegen, okay? Warte. Wusste ich's doch. Eine Socke. Eine sinnlose Socke. Da ist irgend so ein Alarmmeldeteil. So, kann mal einer von euch aus dem Blickfeld. Diese Wolle juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Vielleicht falscher Alarm. Oh, jetzt setzt er sich da hin. Jetzt kann ich mit ihnen eine halbe Stunde beobachten, die Leute. Komm. Stell dich irgendwo hin, wo dich dein Kollege nicht mehr sieht. Das bin ich. Ich hab hier wohl was verloren. Warst du der Typ, der eben wieder seinen Kollegen meinte, umbringen zu müssen? Hier, guck mal, den hattest du eben auf dem Gewissen. Boah, jetzt kann ich schon nicht mal mehr reden wegen diesen Pennern. Aber es ist auch wirklich blöd. So, damit könnte ich auf jeden Fall... Ich glaube, ich werde das Kabelwerkzeug sogar benutzen. Ich glaube, ich muss das sogar benutzen. Wir müssen uns auch noch um die Runen- und Knochenartefakte kümmern. Tut ihr mir was? Ich bin denen egal. Ja, dann. Muss ich mit denen noch nichts machen. So, und hier soll alles. Armbrustbolzen. Ah. Ah, hier gibt es Fallen. Also Vorsicht, da oben ist die nächste. Ist der Typ hier am Stöhnen? Nein. Darauf falle ich nicht rein. Wo ist der Stolperdraht? Stechende Bolzen, Knochenartefakt, Springminen, günstige Gelegenheit. Ich habe einen neuen Auftrag für jemanden mit ihren einzigartigen Talenten. Ich möchte, dass sie den im kaiserlichen Konservatorium ausgestellten alten Rossbow-Prototyp beschaffen.
Er ist gut geschützt, aber ich verdopple den Finderlohn. Bringen Sie ihn mir in den Laden. MV. Okay, Resonanzhülsen. Mann, das kriegen ja viele Ziele. Adressen des Schwarzhändlers. Kaiserliches Konzert. Oh, ein Gebäudeplan. Den würde ich gerne mitnehmen und zwischendurch benutzen können. Kuratorinnen in Ashworth Büro. Da müssen wir hin. Das ist groß, das Ding. Die Karte haben wir jetzt auch im Dingens. So. Jetzt ist nur die Frage, immer noch die Frage, was denn mit seinem Kumpel passiert ist. Elfenbeinschnitzerei. Chloroformflasche. Spritzflasche, Glas. Sonst nichts. Da habe ich irgendwie mehr erwartet. Aber wir müssen auch noch den Tresor finden. So, wo sollte der denn sein? Da ist eine Untersuchung mit Missionshinweise. Vorsitz in einem verlassenen Auditorium. In einem verlassenen Auditorium befindet sich ein Tresor mit Wertgegenständen. Allerdings wimmelt es dort von Blutfliegen. Der Partner des Ladensbesitzers hat sich in einem Büro. Okay. Auditorium mit Blick. Was? Auditorium mit Blick auf das Konservatorium, ne? In einem verlassenen Auditorium. Was soll denn hier ein... Ist das jetzt in dem Ding oder ist das jetzt außerhalb? Bin verwirrt. Naja, haben wir das auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich der Kollege gewesen. Wie wär's nachher mit einem Bier? Oh, wär ich bei. So, hier ein bisschen vollfressen. Was, ja, die beiden hier können ja machen, was sie wollen. Ich meine, wir können uns jetzt ja völlig frei hier bewegen. Dann stopfe ich schon mal hier ein Kabelwerkzeug rein. Und hol mir direkt ein neues Kabelwerkzeug. Pistolenkugeln sind ja zum Glück voll. So, da können wir jetzt jederzeit rein. Da drin werden wir aber gegen Hexen kämpfen müssen. Und das könnte sich als schwierig gestalten. Vor allem da wir immer noch keine Mana-Elixiere besitzen und ich mir auch keine kaufen kann, weil ich kein Geld mehr habe. So, durch die Lichtwand kommen wir. Ja, sie erkennt uns noch als Feind. War ich hier schon drin? Ja, hier waren wir schon. So, dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt eben schnell noch die restlichen Runen und Artefakte. Die sind alle komplett da drinnen. Es gibt nur noch die Rune beim Händler. Okay. Das beschleunigt das Ganze deutlich. Wobei ich echt gerne noch diesen Tresor finden würde. Aber ich glaube, Auditorium heißt da drin und nicht hier irgendwo. Das sieht interessant aus.
Das Fenster da oben. Ich glaube, da kommen wir über einen Geheimgang dann ins Konservatorium. Das klingt nach unserem nach unserer Eintrittskarte. Wir können zwar durchs Haupttor spazieren, aber ihr wisst ja, wie ich über das Haupttor denke. Haupttore sind für Noobs und wir sind keine Noobs, wir sind Meisterassassinen. Ich denke schon da oben drin. Das sagtest du mir schon ein paar Mal. Ach ja, stimmt. Ich glaube, hier konnten wir die Hexen belauschen. So. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen möchte, ist nur aus Prinzip. Je nachdem müssen wir ja schnell fliehen. Ich würde gerne diese Windmühle kaputt machen. Ich glaube, da oben geht das. Also ich würde sie ja kaputt machen. So, alles schön auseinandergenommen. Hier. Ach, guck mal, wir hätten von hier oben zu ihm reingekonnt. Ah. Okay, dann hätte ich mir diese ganze Mühe, noch eine Rune zu finden, auch sparen können. Das ist jetzt irgendwie ernüchternd. Naja, später ist man immer schlauer. War ich eigentlich schon mal da oben? Hier ist... Boah, haben die hier einen riesen Zaun hochgezogen. Hier waren die Heuler. Alle schön betäubt. So. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Dann zeig mal, was du hast. Hat es nicht geschafft. Ein Jammer. In dem Fall habe ich einen Vorschlag für Sie. Bringen Sie den Roseboro-Prototypen vorbei. Dann gibt's den Finderlohn und einen Bonus. Ich denke drüber nach. Schauen Sie sich mein Angebot an, während Sie nachdenken. Mach ich gerne. Kommen Sie rein. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen. Zwei Neuerungen, Verbesserungen erhältlich. Uralter Heulbolzen blendet Gegner, lässt Hexen fliehen. Sind die Blutfliegen schlimmer tiefer als Heulbolzen. In anderen Bezirken von Kanaka. Und blendet Gegner, so lässt... Bezirk. Okay. Anti-Hexenbolzen. Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Wir haben 417. Das würde theoretisch für die Rune reichen. All diese wertvollen Kunstwerke, die im Konservatorium. Für sie muss ich wohl nichts ein. Aber wir kommen ja eh noch vorbei. Springmine war ich nicht. Narkomine. Sie werden mit ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. So. Die Dinger kosten 150. Ach du Heilige. Die Erdermeier-Tinkturen sind ja übertrieben teuer. Die Rune können wir uns kaufen, wenn wir zurückkommen. Weil wir bringen natürlich den Prototypen mit und dann haben wir viel Spaß mit dem Bonusgeld. Und jetzt möchte ich nochmal da oben hin. Und den Weg nehmen, den der andere Typ sich überlegt hat. Das sieht nämlich so aus, als würde der deutlich einfacher sein als der Weg, den wir gehen wollen. Boah, da hätte ich mich ja umgebracht, wenn ich die nicht mitgenommen hätte. War das nicht von hier? Ja, guck mal, von hier auf das Rohr. Und dann haben wir einen schönen geheimen Weg, der uns hoffentlich ich will immer Observatorium sagen. Weil Konservatorium ist ein Name, den ich eigentlich nicht so kenne. So, und ab jetzt müssen wir höllisch leise sein. Das ist abgeschlossen, hier ist offen. Das Konservatorium wurde zu der Zeit gebaut, als ich nach Dunwall ging. Sie wollte den Blutdorn erzeugen, aber schafft's nicht. Nach den Versuchen mit den Grabhunden hat sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger. Nur Schnauzen, Zähne und Schwänze.
So ist es einfach, liebe Pamelia. Delilah trägt das Outsider-Zeichen und manches, was sie kann, geht auf uns über. Das finde ich nicht fair. Würdest du lieber wunde Finger beim Netzeweben oder bei der Viehzucht kriegen? Alle Geschenke sind besser, als unter einem Joch zu leben. Schwester, wo ist sie hin? Ha? Das war interessant, dass die sich direkt perfekt teleportiert hat. So, das hier ist jetzt mein Hauptquartier. Für die Sachen, die wir hier machen, denn hier gibt es Betäubungsbolzen. Und wir transportieren unsere Hexen irgendwo hin. Die laufen aber dafür, dass... Warum laufen die eigentlich so freizügig rum? Immer so mit Rücken und halbem Oberkörper frei. Warum? Unsere Naturphilosophen. Ah, es ist... Könnte interessant sein. Unfertiger Brief an Abigail. Abigail sagt mir irgendwas. Abigail, liebe Cousine, wir brauchen ein paar Haare von ihm und ein Taschentuch, falls alles so wenig wie möglich... Fass alles so wenig wie möglich an, wickle es in Wachspapier und schicke es mir. Den Rest erledige ich. Das Pech soll ihn dann bis zu seinem Tod verfolgen. Keine Frau sollte so einen Tattergreis heiraten müssen. Wenn ich nur an seinen widerlichen blauen Lippen denke. Mein armes Täubchen. Aber Onkel Max hat endlich eingesehen, dass die Hochzeit ein Fehler war. Ich schick dir auch etwas für deinen Tör. Oha. Körper tot. Da wurde irgendjemand erstochen. Ich denke, von recht hilfreich könnte hier auf jeden Fall das hier sein. Okay. Dem Ding will ich gar nicht erst zu tun kriegen. Ich will erstmal zu dem Westboro-Prototypen. So, diese komischen Tentakel sind auf jeden Fall gefährlich. Prototyp. Okay, laufen auf jeden Fall einige rum. Müssen sehr leise sein. Ich werde hier auch komplett cleanen, auch wenn es extrem schwierig ist. Aber das sollte eigentlich machbar sein. So, hier mache ich folgendes. Ich lege eine Narkomine auf den Boden. Okay, brauche ich nicht. Scheinbar keiner gehört. Das Ding ist gesichert. Schlüssel zum Sicherheitsraum. Armbrustbolzen. Nicht, ich sehe mich mal um. Nicht. Was zur Hölle?